Ja, ich hatte mir vorübergehend erstmal eine Wohnung ganz in der Nähe von meiner alten Wohnung genommen und habe da erstmal einfach so provisorisch erstmal eine Couch hingestellt, einen Esstisch und einen Fernseher, damit es mir nicht allzu langweilig wird in der Wohnung. Und ja, dann war das so gewesen, dass zwar die ganze Familie Bescheid wusste, alle wussten Bescheid, dass ich mich entschieden habe. Die haben das aber alle nicht so richtig ernst genommen. Ich meine, wäre ich jetzt in einer deutschen Familie aufgewachsen, wäre eine Trennung jetzt beispielsweise ganz einfach abgelaufen. Man hätte gesagt, du gehst in die Richtung, ich gehe in die Richtung und fertig aus. Das kann man aber nicht in einer albanischen Familie erwarten, dass da jetzt jeder irgendwie sagt, okay, auch wenn Kinder im Spiel sind, die sollen mal machen, wie sie wollen. Ganz im Gegenteil, die ganze Familie war so involviert in der ganzen Geschichte und ich wollte erstmal Abstand haben. Deswegen habe ich erstmal in meiner Wohnung gelebt, Asima hat in der alten Wohnung gelebt. Und der Abstand hat mir erstmal ganz gut getan. Ich habe auch Abstand von jedem genommen. Also Abstand von Kumpels, Abstand von meiner Familie, von ihrer Familie, von jedem, weil ich wollte erstmal einfach Ruhe haben. Ich wollte erstmal mich selber sammeln können. Und ja, dann mit der Zeit hat sich irgendwann mein Bruder gemeldet. Mein Bruder war der Einzige, der in der Familie, sage ich mal, so ein Verständnis dafür hatte, wie es einem Mann in einer Beziehung geht. Er ist ja selber verheiratet. Und ich hatte das so eingerichtet, dass, um Asima aus dem Weg zu gehen, habe ich immer meinen Bruder praktisch dazu angeheuert, dass er mir die Kinder abholt und dass man sich sieht. Aber nun lagen 6 Monate dazwischen, wo ich praktisch den Kindern erzählt habe, dass ich angeblich auf Dienstreise bin und sie nicht besuchen kann, einfach nur um Asima zu umgehen, dass ich sie einfach nicht sehen muss. Ich hatte einfach keinen Bock auf die ganze Konfrontation und so war das eben. Ja. Er ist dann eben die Kinder abholen gegangen, hat sie bei mir abgegeben, dann haben wir entweder noch zusammen so ein bisschen Zeit verbracht oder er ist eben gleich wieder gegangen. Und das Ding ist einfach, dass ein gewissen Druck irgendwie und so eine gewisse Aufgabe für meine Familie dann dargestellt hat, worauf die nicht so wirklich Lust hatten. Ja. Und dann kam mein Bruder eben vorbei. Papa und so über die ganze Situation mit dir geredet. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns mal zusammen treffen, nur wir unter 4 Augen. Und dass wir mal miteinander sprechen, weil die Situation momentan, wie sie ist, nicht so bleiben kann. Kannst du gerade oder pennst du noch? Ah, okay. Alles klar, dann komme ich gleich vorbei. Ja, ich komme noch mal angejoggt. Halt das hier mit das. Tom, Tom. Er kam vorbei und ich habe ja so sein Problem mehr oder weniger verstanden. Das Ding ist aber einfach nur, dass er nicht so wirklich verstanden hat, dass das für mich jetzt einfach eine abgeschlossene Sache ist. Ich aber nicht die richtigen Antworten hatte. Ich wusste nicht so richtig, was ich ihm sagen soll zu der ganzen Geschichte. Der hat von mir erwartet, dass ich wieder und wieder mit derselben Person sprechen soll, mit der ich schon in Konfrontation geraten bin, was eigentlich gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Also habe ich ihm das auch natürlich zu spüren gegeben, ne? Ich habe dann ihm auch meine Meinung gesagt und dann ist es ziemlich laut geworden. Und ja, das war so eine total beschissene Situation. So, der sitzt dann da neben mir, macht da Palaver so und versteht meine Situation gar nicht. Ich weiß zwar, was er will, aber es ist keine Sache, die ich ihm geben wollte. Wenn die Situation zwischen dir und Asim einfach nicht besser wird, dass wir da sozusagen mittlerweile auch dran sozusagen leiden, weil, guck mal, du musst halt überlegen, wie die Leute, wenn die das, sage ich mal, im Großen und Ganzen aus der Familie mitkriegen. Guck mal, das verstehe ich schon wieder nicht. Wenn das die Leute hören, wenn das die Leute sehen, was interessiert mich, was die Leute hören oder sehen? Wer soll denn das mitkriegen? Also, guck mal, das ist immer das, was mich schon die ganze Zeit an dich und an
Mama, Papa an jeden so stört, ja. Jeder von diesen Leuten, die auch Kinder haben, die auch Frauen haben, die auch Männer haben, die haben höchstwahrscheinlich 20 Mal mehr Probleme als ich. Und das ist eine Sache, die ihr einfach nicht kapiert. Ihr guckt natürlich nur, was denken die Leute über meinen Bruder, was denken die Leute über seine Frau, über seine Kinder. Aber diese Leute haben mindestens genauso viel, wenn sogar noch mehr Probleme. Was mich so an unserer Mentalität einfach stört, ist einfach so dieses, wie wirken wir auf andere. Dieses Problem, was ich jetzt habe, sehen ja auch andere, kriegen andere mit und dann werden wir praktisch so die Lachnummer in der Gegend. Und das ist so eine Sache, das interessiert mich gar nicht. Ich habe mich von diesen Gedankenzügen einfach schon längst befreit und mich juckt das einfach gar nicht. Das Ding ist aber, dass es meiner Familie sehr gejuckt hat. Also das ist eine Sache, die womit ich zwar klar kam, dass andere über mich scheiße reden und ich kam damit klar, dass andere sich gefreut haben, dass meine Beziehung im Eimer war, aber meine Familie kam damit nicht klar. Und dadurch, dass ich auch von ihnen abhängig war und ich musste irgendwie mit meinem Bruder auf einen Kompromiss kommen, also habe ich ihnen erstmal meine Meinung gesagt. Nichtsdestotrotz war ich sehr dankbar darüber, dass er mir die Dinge so gesagt hat, wie er sie mir dann nun mal eben auch gesagt hat. Denn erstens, er war dann für eine Zeit gar nicht mehr in Berlin, also konnte er die Kinder nicht abholen. 6 Monate hatte ich meine eigenen Kinder nicht gesehen. Und dann habe ich ihm einfach mein Wort gegeben, dass ich Asima kontaktieren werde und die Kinder abholen werde. Die anderen freuen sich doch, wenn es dir scheiße geht. Die freuen sich doch, dass es dir vielleicht noch schlimmer geht als denen. Da haben sie was zum Erzählen. Aber wenn du den Ruck gibst, wenn du selber sagst, ich werde jetzt da hängen, ich will mit ihr noch einmal reden oder einfach die Situation, wie sie kommt, einfach mal greifst. Wie gesagt, sie ist kein Fremder. Keiner würde dich deswegen auslachen. Und ich weiß ganz genau, dass es dir auch scheißegal wäre, wenn. Aber probier es einfach. Das Ding ist einfach, wieso überlegst du so lange? Ich weiß nicht, was ich dir dazu sagen soll, Alter. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was ich dir sagen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich würde dich einfach als Bruder wirklich bitten, dass du nächste Woche Freitag dahin gehst, deine Kinder abholst und mit denen irgendetwas Schönes planst. Von mir aus, ihr geht zusammen ans Wasser, ihr geht zusammen Eis essen und dann haben wir das Thema erstmal vom Tisch, bis ich wiederkomme. Wie machen wir das? Gehst du nächste Woche hin oder gehst du nicht nächste Woche hin? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich gebe dir mein Wort drauf. Ich werde nächste Woche Freitag auf jeden Fall mal dahin gehen und dann werde ich sie mal abholen. Du brauchst dir definitiv keine Sorgen zu machen. Du kannst gerne nach Köln gehen mit einem klaren Kopf. Dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Das Gespräch hat mir mehr oder weniger so ein bisschen auch was gebracht. Okay, perfekt. Wenn ich jetzt dahin fahre, tu mal bitte nur einen Gefallen, weil ich bin geschäftlich unterwegs. Versuch einfach, dass ich im Kopf dieses Thema nicht halten muss. So, ich will dahin fahren, lass telefonieren miteinander, aber bitte überbring mir keine schlechten Nachrichten. Kann ich mich drauf verlassen? Ich hoffe, ich kann mich drauf verlassen. Ich melde mich bei dir. Okay, und dankeschön auf jeden Fall, dass du da warst. Alles klar, dann guck mal hier. Danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Wir gucken einfach, ne? Wenn du wiederkommst, hat sich vielleicht schon was getan, vielleicht doch nicht, aber ich melde mich bei dir. Okay, alles klar. Und danke schön auf jeden Fall, dass du da warst. Okay. Hi, Bro. Ah, nee, Bro. Hi. Tong.
die ganze Zeit habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich meiner großen Tochter, die eigentlich schon so viel wusste, sagen werde, wenn sie mich fragt, warum ich nicht mehr zu Hause lebe. Das ist ja irgendwie so eine Frage, die ist ja irgendwie auch berechtigt so, und so eine richtige Antwort hatte ich dafür gar nicht. Und ich habe hier zwar immer wieder gesagt, ich bin auf Dienstreisen, ich muss arbeiten und ich habe jetzt mein eigenes Apartment, mein Büro und sowas, und da schlafe ich auch. Und ich konnte mich tatsächlich mit Asima auch darauf einigen, dass sie das den Kindern auch so erzählt, aber war natürlich der totale Bullshit, weil irgendwann versteht ja so ein Kind ab einem gewissen Alter, dass es Blödsinn ist. Und auf dem Weg dann im Auto, auf dem Weg dahin, hatte ich auch schon so ein ganz mulmiges Gefühl. Ne? Geplant war einfach, dass ich alle drei abholen werde, aber dann war es doch wohl ein bisschen anders. Je suis en train de faire un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train. Ja, genau, sie freut sich auch schon die ganze Zeit und kann es kaum abwarten, dich zu sehen. Du warst ja lange nicht mehr da. Ah, nein, ich muss dann hin. Heute, wie dann, besser du dann. Ich muss dann hin. Lea, du lässt flehen. Ohne dann, ich kann nicht mehr helfen. So ist das Problem jetzt. Heute. Tum-tum. Heute. Einen kurzen Moment, einen ganz kurzen Moment, habe ich mich so ganz unwohl bei der ganzen Sache gefühlt. Ich war dann so an der Tür und habe dann meine große Hover abgeholt. Und da war das dann so gewesen, dass ich irgendwie so gemerkt habe, wie scheiße das eigentlich für die Kinder ist, dass jetzt einfach die das so mehr oder weniger mitkriegen, dass jetzt einfach die Familie so auseinandergerissen ist. Und es hat mir irgendwie so das Herz gebrochen, auch wenn ich voll abgefuckt auf Asima war. Trotzdem hat sie mir irgendwie leid getan in dem Moment, weil sie hat zwar gelächelt und so, wir haben uns auch lachend Tschüss gesagt, aber irgendwie habe ich in ihrem Gesicht etwas erkannt, was wahrscheinlich kein anderer in dem Moment erkannt hätte. Und das hat mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Aber ich dachte mir erstmal, mach jetzt erstmal das Ding mit deiner Tochter, geh erstmal mit ihr raus, macht euch erstmal einen schönen Moment. Und reden könnt ihr dann immer noch später. Mama? Ja? Kommst du mal bitte, bringst auch gleich deine Bürste und Kamm und dein Spray für die Haare mit. Dann kann ich dir deine Haare schon mal machen. Papa kommt gleich. Okay. Hier. Ja, schön, setz dich mal hin, komm, Schatte. So. So, jetzt wird du, sagst du mir Bescheid, Anne? Ja. So. Aber es
jetzt halt selbstständig und ist sehr, sehr viel unterwegs, auch auf Reisen, verstehst du? Ja. Deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwer für Papa, dass er halt sehr oft bei uns ist. Weißt du? Ja. Siehst du. Und jetzt kommt Papa jetzt gleich und dann gehst du mit ihm schön Eis essen oder was auch immer ihr machen wollt. Papa hat auf jeden Fall schon was geplant für euch zwei. Und das nächste Mal gehen wir dann auch alle zu fünft Eis essen. Okay, Bibi? Okay. Okay. Wird es eines Tages wieder so wie früher werden? Guck mal, mein Schatz. Ich und Papa, wir arbeiten schon alle so dran, dass es wie früher wird. Ist halt aber ein bisschen schwierig, aber das wird schon zwischen uns, zwischen mir und Papa, okay? Okay. Wir kriegen das schon hin. Mach dir nur keine Sorgen, mein Baby. Und genieße einfach den Tag mit dir und Papa. Und alles andere kläre ich dann mit Papa, okay? Okay. Schön. Als Vater ist es ganz wichtig, dass man viele verschiedene Facetten zeigen kann. Man muss wissen, wie man mit seinen Eltern redet. Man muss wissen, wie man unter Kumpels ist. Man muss wissen, wie man mit der Frau umgeht. Und der wichtigste Punkt, wie sensibel sind Kinder und wie sensibel nehmen die Kinder die Probleme wahr? Und das alles muss ein Vater, aber auch eine Mutter können. Und das ist ein Prozess, glaube ich, den jeder junge Vater oder generell jeder Vater, aber besonders wenn man jung ist, sehr früh lernt, dass man sich manchmal gar nicht dessen bewusst ist, mit was für Kleinigkeiten man für eine Fehlinterpretation bei dem Kind auswirkt. Also das Kind ist eigentlich mit so vielen Sachen in der Schule, vielleicht auch in der Kita, hat Stress mit Freundinnen, aber das Kind merkt, wenn irgendwas zu Hause nicht stimmt, wenn der Vater auf einmal 6 Monate sich fast gar nicht mehr meldet, wenn Zoff gewesen ist, auf einmal geht der Vater, packt die Sachen und geht, auf einmal wohnt er nicht mehr da. Das sind alles Kleinigkeiten, die ein Kind versteht, auch wenn wir als, sag ich mal, als erwachsene Menschen immer davon ausgehen, ach, die checken das gar nicht, die checken sehr wohl, die wissen sehr, sehr gut darüber Bescheid, was gerade abgeht, weil die können ja mittlerweile auch 1+1 rechnen und die wissen, Moment mal ganz kurz, Papa und Mama hatten Stress und kurze Zeit später war der weg und der meldet sich gar nicht mehr und erzählt uns irgendwas von Arbeit und weiß ich nicht. Ganz schwierig. Ganz, ganz, ganz schwieriges Eisen. Also, hart. Hallo? Jo, was geht? Alles gut? Ja, es ist ein bisschen warm und manchmal auch kalt. Und das war eine kleine Prinzessin. Hammer, bist du bereit? Hey, was geht? Sicher sehen wir? Mir? Na? Gehen wir raus ein bisschen? Okay, hol schon mal deine Jacke. Und? Wie geht's den Kindern? Ja, soweit so gut. Die sind ein bisschen erkältet. Die haben aber absolut kein Fieber. Haben sich nur ein bisschen übergeben. Mal gucken, ob es morgen besser wird. Und die haben kein Fieber? Nee, nee. Schlafen die gerade? Ja. Okay, dann lassen wir sie schlafen. Und wir spielen besser mit Rishi. Meine Papa ein bisschen raus. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Gehen wir ein bisschen zum Wasser. Okay, und sag doch schnell Mama Tschüss. Viel Spaß, ja? Warte. Ich bring sie dann nachher. Okay. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao. So. So, Roger. Guck mal. Das Auto steht jetzt da. Wollen wir gucken, wer schneller zum Auto kommt? Wer rennt zuerst? Ich. Komm, wir gucken mal, wir machen Xing Shang Shang. 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 Okay, ich hab gewonnen. Aber egal, komm, auf los geht's los. Auf die Plätze, fertig, los! Natürlich wollte ich Hava zeigen, dass ich ein toller Papa bin und dass ich Humor habe und
habe mir erstmal gezeigt, wie gut ich Auto fahren kann. So. Boom. So. Und viel gelaufen? So. Gib her, mein Schatz. Da läuft schon ein paar Bahnen. Ja. Wer fährt Auto, du oder ich? Du. Nicht du? So. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Papa, wieso bist du so selten zu Hause? Ich bin doch gar nicht so selten zu Hause. Doch. Wie kommst du drauf? Früher hast du immer bei uns geschlafen, aber heute nicht mehr. Also, guck mal, ich hab früher eine andere Arbeit gehabt und heute arbeitet Papa manchmal auch außerhalb von Berlin. Weißt du? Papa arbeitet nicht mehr immer hier und deswegen schlafe ich nicht mehr immer zu Hause, weißt du? Manchmal schlafe ich auch in meiner anderen Wohnung. Sonst ist meine Arbeit soweit, weißt du, mein Schatz? Mhm. Wie geht's denn Mama? Vermisst sie Papa? Mhm. Viel? Ja. Na klar. Papa, ich vermisse es, wie wir immer zusammen gespielt haben. Wir spielen doch immer noch zusammen. Nur manchmal bin ich halt nicht zu Hause, weißt du, mein Schatz? Und Papa muss halt arbeiten, damit wir eben immer zusammen zum Rummel gehen können, dass Papa euch immer Spielzeug kaufen kann. Und deswegen brauchen wir Papa Geld, weißt du? Mhm. Und deswegen muss ich halt auch viel arbeiten. Aber Mama kümmert sich doch gut um euch, oder? Ja. Ja, natürlich. Na klar. Mama ist ja auch eine super Frau, oder? Mhm. Das ist gut. So, Ardian und Linche sind ja ein bisschen krank, wa? Ja. Aber mach dir keine Sorgen, die werden wieder gesund. Ja. Mein Schatz, hast du heute Lust, dass wir richtig Spaß haben zusammen? Ja. Wir gehen heute an einem ganz besonderen Ort. Und an diesem besonderen Ort, da wirst du dich so fühlen wie ein freier Vogel. Okay, hast du Bock drauf? Ja. Du siehst so aus, als machst du dir wegen irgendwas Sorgen. Gib mir deine Hand, mein Schatz. Machst du dir Sorgen wegen irgendwas? Hm? Ja. Brauchst du auch nicht. Das hat der den Baubitter dann. Schon. Ja, dann hat er den Baubin. Ja. Klar, schon sein. Ich mach's dann nicht. Sie können mich gut starten, denn wir werden schon mit aber können wir knautschen. Ich mach's dann nicht. Wollen wir ein bisschen Musik hören? Ja. Welche Musik wollen wir hören? Deine Musik. Meine Musik? Ey, zacke. Tschau, und los geht's zusammen. 1, 2, 3. Los geht's. Komm nochmal. 1, 2, 3. Los geht's. Wir hatten, glaube ich, sehr viel Spaß. Und ich wollte unbedingt Hava zu dem Ort bringen, wo ich ihre Mutter kennengelernt habe, sehr viel Zeit mit ihr verbracht hatte und es war an der Spree, an der Berliner Mauer. Und dann sind wir dort hingegangen und habe dann so ein paar Situationen mitbekommen, auf die ich gar nicht vorbereitet war. Und mein Schatz, guck mal, guck mal, wo Papa dich gebracht hat.
Moment, also, wie gefällt sie hier? Ja? Hand? Hast du schon mal jemals in deinem Leben so viel Wasser gesehen? Hm? Das ist gut, oder? Weißt du was? Ich möchte, dass du das Wasser von der Nähe siehst. Möchtest du vielleicht auf das Tell darauf gehen? Willst du das Wasser vom Nahen sehen? Da gibt es auch Enten. Mhm. Ja. Okay, mein Schatz, warte. Wollen wir es hier probieren? Mhm. Okay. So. Wie findest du das Boot? Willst du hier rauf gehen? Ha? Traust du dich? Hm? Komm, wir probieren es. Komm. Und. So, mein Schatz. Siehst du den Zug da hinten? Welchen denn? Und da ganz hinten, guck mal, der gelbe. Siehst du den gelben Zug? Hm? Mhm. Papa, liebst du noch Mama? Ja, natürlich liebe ich Mama. Wieso fragst du sowas? Wieso denkst du denn, dass ich sie nicht liebe? Weil du so selten zu Hause bist. Ey, aber ich hab dir doch gesagt, dass Papa arbeiten muss, weißt du? Und wenn Papa arbeitet, dann kann er halt nicht immer da sein, weißt du? Aber Mama ist doch immer da für euch, oder nicht? Doch. Na also, spielt Mama auch viel mit euch? Hm? Hm. Guck mal, mein Schatz, ich werde alles dafür geben, dass ich einfach öfter für euch alle da sein kann. Aber, weißt du, Papa muss doch viel arbeiten. Aber du darfst nicht vergessen, Papa hat ganz, ganz doll Mama lieb. Er hat euch lieb. Und Papa wird immer da sein. Und Mama auch. Und solange ihr da seid, werde ich immer für euch da sein. Weißt du, was ich meine? Warum willst du? Das habe ich nicht kommen sehen. Was soll man dazu sagen? Ich versuche die ganze Zeit irgendwas vorzuspielen. Ich versuche die ganze Zeit ihr zu erklären, dass ich auf Arbeit bin und dass ich nicht viel Zeit habe. Aber sie hat das schon längst verstanden. Und ich habe in diesem Moment gemerkt, dass ich irgendwas radikal ändern muss. Verdammt nochmal, das sind Kinder. Die verstehen unsere Erwachsenenprobleme gar nicht. Und in dem Moment, wo ich meine Tochter weinen gesehen habe, habe ich erstmal gemerkt, in was für einer Scheiße ich gerade stecke. So, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass sich irgendeiner in so eine Rolle versetzen kann, der keine Kinder hat und der nicht in dieser selben Situation wie ich war. Und ja, und ich wusste einfach gar nicht so richtig, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Ich war in dem Moment, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich als Vater das Gefühl habe, dass ich versagt habe. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt wirklich was machen muss, weil ich komme irgendwie dieser Vaterrolle gar nicht so wirklich, dem werde ich gar nicht treu. So, dem kann ich gar nicht treu bleiben und ich muss jetzt irgendwas machen, verdammte Scheiße. Und ich habe dann das so ein bisschen versucht zu umgehen und habe ihr dann gesagt, dass ich das ändern werde, ich werde mir mal Zeit nehmen und ich habe sie dann so ein bisschen beruhigt und ihr gesagt, dass das alles nicht so enden wird, wie sie glaubt. Und habe sie dann erstmal wieder versucht, mit Spielen und Fange und weiß ich nicht, von dem Ganzen abzulenken. Aber ja, es war eine richtige, richtige Scheißaktion von mir. Vielleicht auch von Asima, aber in dem Moment habe ich mich irgendwie als den fehlenden Part in der ganzen Situation gesehen, weil ich einfach als Vater doch etwas mehr Verantwortung zu tragen habe und da, glaube ich, dem Zeitraum nicht gerecht geworden bin. Mm-hmm.
Ja, wenn du, mein Schatz. Schöne Bobbin. Warum weinst du, mein Schatz? Ich dachte, dass du Mama nicht mehr gern hast. Ach Quatsch, Mann, nein! Niemals! Natürlich habe ich Mama gern! Weißt du, ich kenne. Jetzt frage ich dich, okay? Guck mal, mein Schatz. Ich kenne Mama schon so lange. Und ich würde doch Mama niemals. Ich würde doch niemals Mama zulassen, dass sie einen anderen Mann hat. Papa ist doch der Prinz. Ah, du hast doch schon mal Kekse von der Prinzenrolle gegessen, oder? Und schmecken die gut? Weißt du warum? Weil Papa war früher ein Frosch. Und Papa hat ganz viel Scheiße gequakt. Quak, quak, quak. Aber der Prinz ist aus dem Frosch geworden. Mama, deine Mama, hat den Frosch genommen und hat den geküsst. Und daraus ist dann Papa gekommen. Und diese Kekse, die du isst, deswegen heißen die Prinzenrolle, weil Papa ist ein Prinz geworden. Aber früher war ich ein Frosch, hab viel Scheiße geredet. Und seitdem Mama aus dem, was ich war, ein Frosch, ein Prinzen gemacht hat, seitdem bin ich mit deiner Mama zusammen. Und du isst die Kekse von mir, Prinzenrolle. Brauchst du keine Sorgen zu machen. Papa wird nie wieder mein Frosch werden, okay? Okay, mein Schatz? Ich hab dich so lieb. Wollen wir fangen spielen? Wann wir fangen spielen? Greif zu Papa. Oh, du großes Mädchen, warte. Kein Mensch versteht diese Situation, wo ich drin bin, der nicht selber eine Frau hat, der selber einer Kunst nachgeht, die sehr speziell ist und dann noch Vater ist. Keiner kapiert diese Situation. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, warum jetzt meine Tochter weinen musste, wegen mir, warum die jetzt diesen ganzen Scheißweg und nicht nur meine Tochter, sondern meine ganzen Kinder diesen Scheißweg jetzt durchgehen müssen, war einfach nur wegen einem ganz großen Streit. Wegen einem Scheißstreit haben die jetzt praktisch eine Situation, in der sie eigentlich gar nicht stecken müssen. So. Man muss immer überlegen, lohnt sich jetzt gerade das alles, was ich mache? Habe ich jetzt eigentlich durch diese Situation mehr gewonnen oder habe ich jetzt irgendwie mehr verloren? Und irgendwie so am Ende des Tages ist mir klar geworden, ich habe mehr verloren mit dieser Scheißtrennung, als ich irgendwie gewonnen habe. Und man muss sich wirklich darüber Gedanken machen. Ich glaube einfach in dieser Situation, an diesem Tag, wo ich Tschüss gesagt habe, habe ich einfach mehr emotional reagiert, als irgendwie sachlich mal darüber nachzudenken, ob das eventuell Nachfolgen geben wird. Und das ist einfach so dumm. Das ist so dumm einfach, dass ich mir in dem Moment einfach nicht mehr Gedanken darüber gemacht habe, was folgen wird. Weil ich einfach in diesem Moment an mich gedacht habe. Und das war ein Fehler. Ich glaube einfach, in diesem Moment hätte ich einfach meinen Bruder gebraucht, der mich einfach festhält und sagt, hey, stopp, das, was du gerade machst, das wird Folgen mit sich ziehen, was du selber nicht haben möchtest. In dem Moment hätte ich wirklich jemanden gebraucht, der mich einfach mal festhält und mir einfach mal einen Ratschlag gibt. Aber ich hatte keinen in dem Moment. Aber ich habe einfach so reagiert, wie wahrscheinlich jeder reagiert hätte, der in meiner Scheißsituation war. Ich habe ja dieses ganze Kasper-Theater habe ich ja seit Monaten mitgemacht. Seit Jahren ging das ja so. Mach deine Sachen so, mach deine Sachen so. Ich will verdammt nicht, dass sich irgendeiner in meine Sache einmischt. Das war so mein Gedanke in diesen Jahren. Warum mischt sie sich ein? Warum? Aber irgendwie hätte man eine Mitte finden können. Man hätte vielleicht auch gar nicht so ausrasten müssen. Habe ich aber. Und das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. 100%. So, du kannst so stehen bleiben. So, mein Schatz. Damit du nicht mehr so viel weinst, ich bin jetzt fangen, okay? Papa wird dich jetzt fangen. Ich zähle bis drei. Wenn ich bei drei angekommen bin, werde ich hier losrennen und ich werde dich fangen. Okay? Abgemacht? Okay. Eins. Du musst schon losrennen. Eins, zwei, drei. Uah!